Wir machen das so, wir gehen einfach jetzt der Reihe nach. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Video und zwar von Tom SPRM. Ich verliere 1000 Euro vor Obdachlosen und schenke es ihnen. Soziales Experiment. Wir können eigentlich damit direkt erstmal einsteigen auf locker. Ich bin ein Bulgari. Hast du bitte 3 Euro? Gar kein Problem. Ich hab nicht 100 Euro. Also ich glaube, das wird ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen emotionaleres Video. Deswegen, da kann man glaube ich auch gut drauf eingehen. Ich hab sofort gesagt, mach ich nicht sowas. Das Problem ist, ich habe jetzt eine Herzfehler gehabt. Ich habe mir den Schlauch ausgezogen. Boah, Digga, fett abgecashed, Baba, Digga. Richtig nice. Junge, Sand, bitte nicht so viel spammen, Digga, wir haben verstanden. Salam. Aber nicht so viel reinschreiben, bitte. Hä? Ach du Scheiße, Digga. Boah, Digga, ich bin dir richtig dankbar, Bruder. Ey, du kannst es einfach behalten, glaub mir. Boah, danke dir, Digga. Danke. Und damit, Leute, yo! Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem Video. Freunde, heute geht's richtig. Junge, was? Oh fuck, Mann, Junge, ich weiß nicht mal mehr, wie man pausiert, Alter. Ich schwöre, ich war lange nicht mehr live. Hier. Yo! Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem Video. Freunde, heute. Ihr wisst, ich achte auf alles, ne? Guck mal bitte. Wie hat er das da hinbekommen? Einfach wieder ein Fleck vom Video. Jetzt richtig ab, denn wir verschenken wieder 1000 Euro. Ich muss euch sagen, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich glaube, ich muss wieder dahin zurückkommen, was mich eigentlich ausgezeichnet hat, und das ist ich selbst. So, und deswegen, Leute, machen wir etwas ganz Tolles. Ich habe richtig Lust, das heute zu machen, denn wir machen ein kleines soziales Experiment. Das heißt, wir haben 1000 Euro von der Bank abgehoben und wir werden dieses Portemonnaie droppen lassen vor Obdachlosen und werden sehen, wie sie reagieren werden. Ich hoffe, sie werden ehrlich sein und werden mir das Ganze zurückgeben, denn dann bekommen sie eine ordentliche Entlohnung. Warte, Chat. Würde er das jetzt so machen, dass er sich 5, 6 Obdachlose raussucht, 1000 Euro fallen lässt, wenn die quasi aufmerksam sind und ihm das Geld zurückgeben, dass er den 1000 Euro gibt, weil bei 5 Obdachlosen sind es 5 Mille, ne? Es wird ein gutes Video, deswegen let's. Ich glaube, Digga, ich sehe richtig komisch aus, sogar, sei ehrlich, ich bin richtig wie so ein Arroganter, oder? Digga, ich sehe richtig aus wie so ein Rich Boy, Alter. Komm, wenn ich so lang laufe. Aber das sollte auch die... Apropos, ganz wichtig, Chat, ich habe auch überlegt für ein ganz, ganz spezielles Format, das sage ich euch natürlich nicht, es muss ja spannend bleiben, werde ich auch einen Anzug kaufen. Das heißt, mich werdet ihr das erste Mal dann auch in einem schwarzen Anzug sehen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen trainieren, so, damit der Anzug so ein bisschen enger sitzt. Und ja, was sagt ihr? 1 bis 10, 10 ist gut, 1 ist scheiße. Wie wird er bei mir aussehen? Mission, Freunde, deswegen würde ich sagen, Kamera macht jetzt ein bisschen versteckt, machen wir ein paar Leute glücklich, komm. Junge, das meine ich. Okay, der kann es nicht direkt wissen, der Junge, ne? Aber wie oft hatte ich die Situation, wenn ich in der Stadt war, am Drehen war, man sieht sogar Kamera, man sieht Mikrofon, man sieht, wie ich mit einer Person rede. Kommt irgendwann das Bild und fragt nach einem Bild. Wisst ihr, ich meine, da denke ich mir auch so, Bro, bitte warte, ganz kurz, lass uns kurz fertig machen und dann. Aber okay, er kann das jetzt nicht direkt sehen. Ach du Scheiße. Aber weißt du was, mein Freund? Aber ich hätte mich gefreut, so wär's nicht. Ich hätte mich natürlich gefreut, wo ich den da sehe. Und weißt du, warum du dich freuen kannst? Weil ich dir den wirklich gebe, Digga. Ernsthaft? Ja. Und guck mal hier. Ungelogen. Kennt die Undankbaren? Alter, nun Honi? Krank. Also ich meine, der war auf jeden Fall korrekt drauf, hat ihm das Geld zurückgegeben. Und dann gibt's ihm nun Honi, Alter. Shitstorm. Komm mal her, Bruder. Ungelogen absolut, jetzt? Absolut real. Weißt du warum? Weil du ein ehrlicher Mensch bist. Geil. Und weil du es mir gesagt hast. Alter. Und deswegen kannst du die behalten, Digga. Das ist absolut echt, Digga. Wir machen ein kleines Experiment. Schau, er sagt so, Spaß, Mann. Bro, wir machen so eine Kamera, gib mal zurück. Weil es wäre gottlos. Ja, aber ich, das sind Leute, die freuen sich auch drüber, ne? Ich hoffe nur, dass das Geld auch wirklich in den Hund geht und für sich selber, also quasi für den Magen und nicht in Drogen. Weil Drogen sind scheiße. Und wir belohnen die Leute, die ehrlich sind. Ach so. Und du hast einen richtig süßen Hund. Geil, danke. Alter. Ich bin aber ja nicht so respektlos mit der Brille hier. Scheiße. Was denkst du, stellst du damit an, mein Freund? Naja, ich muss eher... Bisschen taschig. Nochmal kurz zurück in meine Heimat, nach Magdeburg. Muss da jetzt alles klären. Das ist auf jeden Fall ein Ticket. Ja? Yeah? Ja. Bist du wirklich... Komm bitte, wie süß der Hund ist, Digga. Obdachlos, hast du ein Zuhause, oder? Naja, hier habe ich jetzt kein Zuhause. Magdeburg zwar noch. Ich will aber weg, ich will runter von den Drogen. Naja, Christel... Ja? Ich will da weg von. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott. Das ist das Ding, diese Crystal-Geschichten sind echt kein Spaß, ne? Also ich finde allgemein, Drogen, auch Alkohol ist für mich einfach eine Droge und Drogen sind im Großen einfach Kacke. Man hat so viele Vorzeigebeispiele, dass diese Drogen nichts bringen, ne? Und vieles einfach kaputt machen. Aber wenn du dann auf Crystal oder auf Heroin oder Crack bist, ne? Bruder, dann ist schon echt, dann schließt du schon dieses kurz vor der Klippe. Sag ich euch ehrlich, das ist schon echt schwierig, dann da noch rauszukommen. Deswegen würde ich euch gar nichts empfehlen. Auch nicht, ey, ich muss einen Joint probieren und keine Ahnung was, weil Joint ist meistens auch einfach die Einsteigerdroge. Und guck, wie süß der Hund ist, Digga. Versuch bitte, dir was Gescheites davon zu kaufen. Ja, na klar. Versuch dein Leben in die richtige Richtung zu bekommen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dank. Mach was Gutes draus, okay? Auf jeden Fall. Unfassbar süß, Digga, ich sag dir ehrlich. Also, so eine Art von Videos ist auch echt süß. Also, allgemein, ne? Vielleicht jetzt nicht direkt das Thema oder so, man kann ja auch anderen Leuten irgendwie auf eine andere Art und Weise eine Freude machen. Das würde ich dann aber eher für spontan so einen Film. Ich habe auch ein paar Mal Zuschauer überrascht. Ob die sich gefreut haben, ist eine andere Sache. Natürlich gab es da welche, die sich gefreut haben. Aber ich meine, so Sachen wie, keine Ahnung, wenn man Leute mit Sachen überrascht, die sich vielleicht auch irgendwie weiterhelfen, weißt du? Ich meine, es bringt ja auch irgendwie keinen weiter, so wenn ich einfach an der Tür klinge, so. Ohne Sinn und Zweck. Wenn ihr Taten leistet, wird das auch zurückkommen. Und deswegen, auch wenn niemand am Start ist und es euch nicht gut geht, tut einfach was Gutes, ihr werdet das Thema zurückbekommen. Weiter geht's, Digga. Okay. Wer kauft sich das Spiel für 50 Euro, Digga? Jetzt mal auf Ernst. Ratchet Clank. Ich hätte diesen Preis, den hätte ich getauscht. Das Spiel würde ich mir auch nicht kaufen, aber Bruder, Ratchet Clank. 50 Euro, Alter. Tut einfach was Gutes, ihr werdet das Thema zurückbekommen. Weiter geht's, Digga. Okay. Hey. Hey. 100 Euro, danke. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will nichts haben. Wieso nicht? Weil mir nur 100 Euro nützen. Hä? Hier, du kannst sagen, komm her, mein Freund. Willst du mir 100 Euro geben? Komm her, guck mal, was wir machen. Ein soziales Experiment, Digga. Und weißt du was? Du bist ehrlich gewesen, mein Freund. Das ist eine Falle. Na, ist absolut. Der denkt, das ist eine Falle, Digga. Weißt du, was die größte Falle ist? Wenn ihr in, wo war das? Bruder, wo war das? Ich weiß nicht, es war in Stuttgart. Kennt ihr diese Leute, die dann so 5, 6 Leute sind versammelt? Das ist eigentlich eine Gruppe. Das sieht aber für Außenstehende so aus, als wären da nur 2 am Machen und die anderen sind so fremde Personen. Die machen irgendwelche Würfelspiele und die packen Geld rein, Geld rein. Es geht alles so schnell. Und du guckst dann einfach nur zu, ob du Geld reintust oder nicht. Du guckst zu. Und während deine Konzentration auf diesen Würfeln ist, kommt von hinten jemand und nimmt dir irgendwas aus dem Portemonnaie oder aus der Tasche oder so. Das ist eklig, Digga. Das sind diese ekligen Spiele. Aber das ist ja keine Falle an der Stelle. Keine Falle, Digga. Ich wünsche dir vom Herzen... Ich würde mir ein paar Schuhe kaufen davon. Ich wünsche dir vom Herzen diese 100 Euro. Was würdest du von 200 Euro kaufen? Auch ein paar Schuhe. Ich nehme es, gell? Schäfer sagt selber jetzt, okay, was würde ich für 300 holen? So, er will jetzt noch einen Huni. Weil ich mache es wirklich. Komm mit ein paar Schuhen wieder. Du kannst damit machen, was du willst. Ich lebe morgen noch. Mach dir keinen Kopf, du kannst damit machen, was du willst. Und da. Das ist das Mikrofon. Richtig. Du bist ehrlich gewesen, mein Freund. Ja, ich habe sofort die 100 Euro gesehen, habe sofort gesagt, mach ich nicht sowas. Ja. Nimm sie mit, ich habe Angst, dass ich dann. Dass jemand anders sagt, ey, du bist ein Dieb, du hast sie noch davon gesehen. Absolut richtig. Und genau deswegen hast du dir die verdient. Das ist viel schlimmer. Kauf dir bitte was Schönes und vielleicht kannst du an einem Schlafplatz schlafen, der überdacht ist und dich mal duschen und alles drum und dran. Hm. Ja? Es gibt auch Schuhe, die können 150 Euro kosten. Und von 15 Euro kann ich einen Tag ins Hotel. Ciao, ciao. Tschüss. Bruder, wie süß, Digga. Ich hoffe, wir haben ihm was Gutes getan, aber der sah schon süß aus. Wie er noch hinterher geschrien hat, Digga. Krass. Hey, Kollege, krass. Ach du Scheiße. Das ist krass, aber dass die Leute auch wirklich die Sachen aufheben und die Leute aufmerksam machen, ne? Ich weiß schon, bei meinem Glück... Wenn ich das mache, ich lasse es fallen, zack, ist weg. Ich höre kein Ey. Ich höre einfach gar nichts. Ich gehe einfach weiter. Ich warte nur auf dieses Ey, dass ich mich umdrehen kann. Aber es wird, glaube ich, nicht kommen bei mir. Sag, du? Am Ende, mein Ausweis fällt mit runter, so auf ganz unnötig. Weißt du was, mein Freund? Weißt du was? Nein. Ich müsste Steindamm versuchen. Bruder, Steindamm können wir vergessen. Da gibt's kein Ey. Hier dein Portemonnaie. Irgendwann drehe ich mich ja um, weil ich sage, hey, mein Portemonnaie ist auf dem Boden. Dann sagt er, nein, 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 das ist mein Portemonnaie. Wie ist das? Dann kommt die Politik. Dann müssen wir uns um das Portemonnaie schlagen. Kennen wir uns nicht? Geil. Bist du immer noch? Geil. Oh Gott, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Was kostet das? Ja? Danke dir. Für eure Ehrlichkeit. Ja, mal gerne. Teilt's bitte. Was? Wir teilen alles. Oh, mir geht's gerade richtig. Wie geht's dir? Guck mich doch an, ey. Wie geht's mir? Ich freue mich, dich hier, zu sehen. Hier, bitte? Ja. Wo? Ja, nur Vor allem, wir werden so unangenehm, ne? Ich würde mir denken, Bruder, ganz kurz, ich würde so mit dem Finger einmal den Kopf wieder hochmachen. Das ist super geil. Warum hast du mir gesagt, dass ich meinen Geldbeutel verloren habe? Du hättest auch einfach die 100 Euro nehmen können. Scheiße, ist auch sowas drin, Bankkarte drin, eventuell. Das ist kacke sowas. Das Problem ist, ich habe jetzt eine Herz-OP gehabt. Eine Herz-OP? Ja, und ich habe mir den Schlauch rausgezogen, deswegen hört sich meine Stimme so scheiße an. Warum hast du das gemacht? Weil ich im Koma lag. Und dann, nee, ich bin wach geworden. Wenn du weißt ja von nichts, und auf einmal du wirst wach so. Und denkst dir, wo bist du? Dann habe ich das Ding rausgezogen. Gott, und warum hattest du eine Herz-OP? Ist das eine angeborene Krankheit? Oder ich bin dumm, ich habe zu viel getrunken, deswegen. Zu viel Alkohol? Ja. Zu viel Mischkonsum? Jetzt fragst du, zu viel Alkohol oder zu viel Zuckergetränke? Anderes und. Ja, anderes geht so. Würdest du es versuchen, rückgängig zu machen, wenn du könntest?
Nee, weil ich jetzt erst den Sinn davon gesehen habe. Du bist jetzt wirklich davon weggekommen, weil du diese... Ich war jetzt 2,5 Monate war ich im Krankenhaus gelegen. Und da bin ich komplett weg vom Alkohol jetzt. Mach das Beste aus deinem Leben. Ich hoffe, du findest den Weg richtig. Ja, werde ich schon hinkriegen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich erinnert, aber die eine Dame, die dort saß, mit der haben wir ein Umstyling gemacht. Der habe ich eine Hotelnacht geschenkt. Und wieder zu sehen, dass sie hier wieder ist, zerreißt einen, Digga. Ich finde es so schlimm. Was will man machen? Ein gutes Herz nicht abhängig von dem, wie viel du besitzt oder wie viel Geld du hast. Diese Eigenschaft, die vermisse ich so krass in dieser gesamten Gesellschaft. Dieses, dass man zusammenhält, gibt es einfach heutzutage. Oder jetzt wegen Corona sowieso nicht, Digga. Da sowieso nicht. Drop-In wäre ein schöner Ort, Selbstexperiment zu machen. Das kann man ja mal probieren. Vielleicht kommen wir mit Spritze wieder. Ja, aber das hat man auf jeden Fall bei dieser Corona-Politik da sowieso gemerkt. Weil ich meine, Zusammenhalt ist wichtig, aber das kann man von so vielen Menschen dann auch einfach nicht erwarten. Ne? Das sind alles fremde Menschen, die du auf der Straße siehst. Da kannst du nicht erwarten, dass sie sich da irgendwie interessieren für, weißt du? Schön wieder zu sehen, bin ich ehrlich, Digga. Ach du Scheiße. Voll korrekt von dir, Mann. Weißt du was, mein Freund? Wir machen hier gerade ein kleines soziales Experiment. Okay. Guck mal hier. Und weißt du was? Du darfst sie behalten, weil du ehrlich gewesen bist zu mir. Okay. Du bist ein ehrlich... Ich hab einen Glutschwamm in den Augen. Ich hab auch grüne Augen. Du hast auch grüne Augen? Also... Oh, der ist maximal überfordert, Digga. Ist es was Schönes? Kannst du damit? Das bin ich, wenn mein Lehrer mich in irgendeiner Live-Show mit einlädt, Digga. Ich werde genau da so chillen, so dieses. Was anfangen mit den 100 Euro? Ja, danke. Ja? Aber das ist ziemlich viel. Nein, behalt es gerne. Aber kannst du mit dem was anfangen? Wie sind das da? Die 100 läuft halt mit den Flachsfeldern, die mit Schweden zertifiziert sind. Aber kannst du mit dem Geld was anfangen, oder? Ist halt auf die Prinzessin mit von Europa, ja. Ich will den Flachs sind einfach. Dir was? Ich euch auch. Schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao. Ja, manche Menschen sind auch teilweise verwirrt. Also, es kam jetzt schon teilweise ein bisschen komisch vor, aber vielleicht kann er damit was anfangen, sich was zu essen holen. Ach du Scheiße. Weißt du was? Weil du so nett zu mir gewesen bist, bekommst du 100 Euro von mir, weil du mir es gesagt hast. Und guck mal hier, wir machen ein kleines Experiment. Aha. Das heißt, du hast bestanden. Aber dieses hast du mir zurückgegeben, deswegen gebe ich dir Geld. Danke. Ist gut? Ist gut. Oder nicht trinken, nicht Wodka trinken, nicht Alkohol. Ja. Und Zigaretten rauchen. Ich wünsche dir was, okay? Ja. Sehr lieb von dir, danke. Dankeschön. Danke. Schönen Tag. Kannst du sehen? Oder kaputt? Links kaputt. Rechts gut und gut, aber links Infektion. Was ist am Kopf passiert? Laufen, in Treppe, in Stein ein bisschen hoch. Okay, ich wünsche dir was. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ciao, ciao. Hallo. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Du kannst den hier behalten dafür. Danke auch. 100 Euro, Digga. Ja. Danke auch. Wir machen ein kleines Experiment, mein Freund. Ja? Wir testen die Ehrlichkeit der Leute. Ehrlich? Ja. Okay, danke. Vielen Dank. Wann verlorst du deine Papiere und... Ach, du hast deine Papiere verloren? Ja, stimmt. Davon möchtest du dir die kaufen? Ja. Nur das. Okay, dann immerhin alles etwas. Da. Ich wünsche dir was, ne? Viel Spaß mit dem Geld. Ciao, ciao. Hey. Hä? Danke. Wenn das mein Wecker wäre, wäre ich wach. Was? Bruder, du kannst den hier behalten. Das ist ein bisschen viel, ja. Wieso? Du bist guter Mensch? Nun, natürlich ist gut. Und deswegen darfst du behalten. Das ist große Geld. Ja. Aber das ist bei mir? Ja, du darfst behalten. Vielen Dank. Ist das gut? Super, super. Aber pass ein bisschen auf, kauf dir nicht Alkohol, nicht so viel. Nee. Vielleicht ich komm hier essen. Ja? Vielleicht Schlafplatz hier nimm, ist deins. Und viel Spaß. Vielen Dank. Ja, wir machen mal so. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ciao, Digga. Tschüss. Überleg mal, wie schön eigentlich so die Welt wäre, wenn alle Menschen so, weiß ich, nur positiv drauf wären. Weißt du, ich meine, wenn es diesen Alkohol nicht geben würde, diese Drogen nicht geben würde, wenn einfach jeder zu jedem korrekt wäre. Weißt du, ich meine, jeder grüßt dich, jeder redet miteinander. So, nur positive Sachen. Das wäre doch viel, viel schöner, Digga. 17.30 Uhr oder was ist wieder Essensverteilung. Aber hier sind nochmal zwei, deswegen. Alles gut. Hä? Ach du Scheiße. Ich hätte es einstecken können, wäre der Coolste gewesen. Hä? Ich hätte einstecken können, wäre der Coolste. Weißt du, was wir machen? Wir testen, wer ehrlich ist. Dafür, dass du ehrlich gewesen bist, Digga.
Willst du den hier? Danke. Ist auch mal so eine Sache, wenn die Leute sagen, ich hätte es einstecken können. Weißt du, ich meine, hätte er jetzt eine Fahrradkette. Das Ding ist, wenn du es eingesteckt hättest, dann wäre das so eine Sache, die musst du mit deinem eigenen Gewissen regeln. Ob du es der Person zurückgibst und korrekt bist, oder ob du das behältst und sagst, ey, scheiß auf ihn so. Gut, das ist mir wertvoll, ja. Ja? Ich gebe es auch fürs Richtige aus. Ich bin auf einer Zeit von Obdachlosen jetzt mit Freunden, haben die es irgendwie geschafft, dass ich eine Wohnung kriege, tatsächlich. Ja. Dann haben wir jetzt so eine Studioerfahrung gemacht. Ey, es ist immer so hart, Bruder, Walla, es ist so hart. Wenn man überlegt, was diese Drogen mit einem machen, ne? Ich habe auch letztens mich darüber unterhalten, zum Beispiel dieses Crystal Meth und so, ne? Ich zeige euch mal ganz kurz eine Sache. Ihr werdet genauso geschockt sein, wie ich, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich bin eigentlich so ein Psychopath, mich schockt sowas nicht mehr. Aber mich hat das dennoch so ein bisschen geschockt. Guck mal, deswegen, ihr werdet die Menschen nicht mehr wiedererkennen danach. Aha, die Frau ist da, guck jetzt. Ich zeige euch jetzt ein Vorherbild von einer Person, die keine Drogen konsumiert hat oder kein Crystal Meth konsumiert hat. Und dann, jetzt hört zu, 2,5 Jahre später, was durch den Crystal Meth Konsum passiert ist. Guck mal, links ohne Crystal Meth. 2,5 Jahre später mit Crystal Meth. Guck mal bitte, wie sie danach aussieht. Und das ist keine Filmkulisse, so Filmschminke, so für irgendeine Horrorszene oder so. Bruder, das ist einfach, du siehst die Realität, was diese Drogen mit dir machen. Hier, das ist genauso schlimm. Guck mal bitte, wie sie davor aussah. Voll offenes Gesicht und hier einfach nur krank. Hier, da sieht sie auch schon so ein bisschen, wie sagt man, gruselig aus. Aber dann auch wieder 2,5 Jahre später sieht sie so aus. Das sind 2 verschiedene Menschen. Wenn du die jetzt nebeneinander stellst, Walla, ich würde denken, das sind 2 verschiedene Menschen. Ich würde niemals denken, das ist ein. Und das hier nach 1,5 Jahren, ne? Und das ist, wenn du 2 Jahre nicht zum Zahnarzt gehst und Crystal Meth konsumierst. Deswegen, Chat, macht es nicht. Wir wollen alle ein schön weißes, strahlendes Lächeln haben. Und wenn ihr dann Crystal Meth konsumiert, könnt ihr das Ganze knicken, Digga. Wie Knicklichter, könnt ihr vergessen, Chat. Da bin ich jetzt wichtig dabei. Kennen die Berliner, wie sie sind. Und wir sind krank, laufen durch Blocks. Ach, Berliner sind alle krank. Park läuft immer gegen Wind und wer kennt's trotzdem nicht. Dennoch geben Leute fremde Geister. Wir sind Jungheim. Ach, der nur der Red. Kennen die Berliner, wie sie sind. Und wir sind krank, laufen durch Blocks. Jeden Tag läuft immer gegen Wind. Und wer kennt's trotzdem nicht. Dennoch geben Leute fremde Geister. Tom hat einfach Kulturschock. Er denkt sich, Bruder, ich nehme ihm das Geld gleich wieder weg. Wir sind jung, heinisch. Und danke, ja. Wenn wegen Ehrlichkeit Geld bekommen, mag ich ja gerne. Ja. Bei uns im Studio gibt es kranke Sachen. Ja. Meine Leute, Bruder, ich sag dir, warum. Guckt euch mal das hier an, Digga. Digga, und die Leute essen davon einfach. Nein, nein, ich hab's nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht gemacht. Ach du Scheiße. Danke, danke, danke. Weißt du was? Das war eine absolut ehrliche Tat von dir. Und Ehrlichkeit muss belohnt werden. Deswegen, schau mal, wir haben ein kleines Experiment. Einfach direkt fernhalten geht leider nicht, wenn man sehr eng ist. Natürlich. Das Ding ist, es kann sein, okay, das ist ein guter Kollege von dir, die ist das. Erstmal, wenn du siehst, ey, das ist ein sehr, sehr guter Freund von dir, dann würde ich ihm das irgendwie abraten. Oder sagen, ey, Bro, was machst du da? Ich würde ihm versuchen, die Augen zu öffnen und sagen, ey, das geht so nicht weiter, hör auf mit diesen ganzen Drogen. Wenn er aber so krass drin ist, dass er dich schon versucht, davon zu überzeugen und einfach, du merkst einfach, der kommt da nicht raus, dann bringt das ja nichts, mit dir weiter zu hängen. Sag ich euch ehrlich, Chat. Also entweder holst du ihn da komplett raus, oder wenn du merkst, es geht nicht und er will dich da reinholen, dann, wie gesagt, würde ich mich einfach distanzieren. Und du darfst ihn behalten. Ja, vielen Dank. Gar kein Problem. Und das war eine tolle Aktion von Ihnen, dass Sie mir direkt das gesagt haben, okay? Ah, okay. Auch wenn Sie persönlich vielleicht nicht so viel haben, können Sie vielleicht was zu essen kaufen oder sowas? Also Essen. Ich glaube, das los sind. Okay, kauf dir was Schönes. Okay. Will ich weiter? Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch, oder? Aber Straßenleben ist nicht gut. Ich komm durch. Hast du einen Schlafplatz? Ja, irgendwo. Mal da, mal da. Schläfst du draußen? Ja. Und ist das deine Frau, mit oder? Ihr. Oh, Digga. Ja. Gleichfalls. Ciao, ciao. Egal, ich würde sagen, in diesem Sinne, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Was ich am heftigsten fand, war die Dame wiederzusehen, der wir versucht haben, zurück ins... Aber interessantes Video, hat er echt gut gemacht. Vielleicht mache ich sowas Ähnliches. Also man kann sich natürlich überlegen, wie man das gestaltet und was man genau macht. Oder was man genau spendet und so. Mache ich vielleicht dann auch mal auf Spontanson. Und Tom ist ein Fuchs, weil das hat er 100% bei der Steuerberaterin hier angegeben, Digga. Spende.